Herzlich willkommen. Ich werde heute ein bisschen was zu OpenNebula und Puppet und Deployment-Verfahren erzählen. Ich habe das mal Puppenspiele in der Wolke genannt, in Anlehnung an Puppet, vielleicht nicht ganz verkehrt. Mein Name ist Norman Mestorf. Ich arbeite aktuell bei der Deutschen Post ePost Development und bin da zuständig für alles, was die ePost betreibt. Sprich, alles, was unter www.epost.de zu sehen ist und die Briefe, die dort durchgehen, das fällt mit in meinen Bereich rein. Wir entwickeln selber die Software und der Betrieb, in dem ich arbeite, sorgt dafür, dass die Deployments dieser Software-Artefakte stattfinden, und bei Incidents bin ich dann auch mit einer der Ansprechpartner aus dem Team. Ich finde Themen Infrastruktur und Deployment, Puppet, Python sehr interessant. Und das sind ja auch diese Themen heute. Ich würde Sie so ein bisschen oder euch in eine Reise führen. Stellt euch mal vor, das IT-Management entscheidet, wir haben zu große Hardwarekosten, wir wollen mal virtualisieren. Jetzt stecken wir mal das ganze Geld, was in die Hardware geht, einfach in ein Virtualisierungsprojekt. Es gehen alle mal los und bauen daran, und das ist bestimmt auch eine super Lösung. Wir können jetzt ganz schnell VMs deployen, Abteilungen kriegen schneller ihre virtuellen Maschinen, um daraufhin weiter aufzubauen. Wir haben auch keine Sorge um Ressourcen, weil das Ganze ja auch noch neu ist. Dann einen Monat später ist man bekannt wie ein bunter Hund, weil man ist ja derjenige, der ganz schnell diese VMs bereitstellen kann und einem ja total helfen kann. Früher hat man auf Hardware gewartet, die bestellt werden musste, musste vielleicht einen Freigabeprozess erstmal durchgehen lassen. Und jetzt gibt es ja die eine Person, die sich mit diesen VMs auskennt. Das nimmt dann relativ viel Zeit in Anspruch. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das vielleicht schon mal erlebt hat, aber man ist halt Ansprechpartner für dieses Thema. Problem wird dann auch, dass durch die fehlende Zeit diese VMs, die aufgebaut werden, vielleicht nicht ganz so automatisiert sind und die Lösungen, die dann da drin sind, nicht so sind, wie sich das die Fachabteilungen vorstellen und dann Nacharbeiten notwendig sind. Jede VM ist eine Schneeflocke, individuell. Und alle fragen sich, warum das so lange dauert. Das ist doch so modern und man hat doch jetzt so einen modernen Cloud-Cluster gebaut. Ein Cloud-Cluster, habe ich mal gehört, aus dem Management. Können Sie sich was darunter vorstellen? Oder ihr? Cloud Cluster. Wie sieht denn das genau aus, wenn wir eine VM brauchen? Die VM selber ist ja nicht das, was unseren Service bereitstellt. Die VM kriegen wir schnell hin. Das war jetzt diese teure Technik. Das ist super. Aber dann müssen wir noch hingehen, vielleicht DNS-Einträge setzen. Dann haben wir vielleicht noch Firewall-Regeln, die irgendwo eingekippt werden müssen, weil die Systeme nur untereinander bestimmt sprechen dürfen. Wir haben Sicherheitsregeln zu befolgen. Und man muss vielleicht noch ein Puppet-Zertifikat signieren, wenn die VM hochfährt, wenn man denn ein Konfigurationsmanagement in der Form schon hat. Und die neue VM möchte natürlich auch irgendwie gemonitort werden. Das sind häufig eher noch händische Schritte, die nach und nach passieren, vielleicht nochmal vergessen werden und später beim Ausfall für komische Gesichter sorgen. Ich habe Cloud Cluster mal gegoogelt und bin bei Wikipedia rausgekommen. Als Cloud Cluster bezeichnet man große Gewitter- und Schauergebiete. Ich finde, wenn ich mir die Liste von gerade eben mal so ansehe, das sind ja sehr viele Punkte, vieles, was man vergessen kann. Und wenn man was vergisst, wie Monitoring und der wichtige Dienst fällt aus, dann ist das ein ganz schönes Schauergewitter. Meiner Meinung nach haben wir einen Unterschied zwischen der reinen Virtualisierung und den sogenannten Cloud-Lösungen. Virtualisierung, ja, ich habe Blech virtualisiert, indem ich mich darauf anmelden kann. Ich habe ein Betriebssystem, aber das war es dann auch. Wir brauchen die Automatisierung, die drumherum gehört, das automatische Erstellen von DNS-Records. Firewall möchte automatisch wissen, unter welcher IP jetzt dieser neue Service verfügbar ist. Das muss gemanagt werden. Das gehört für mich einer Cloud-Lösung. Und die VMs haben eher eine kurze Lebenserwartung. Es gibt ja jetzt so Themen, die aufpoppen wie Microservices oder wo mit Docker gearbeitet wird. Das sind keine langlebigen virtuellen Maschinen mehr, wie man das vielleicht aus der Welt von VMware oder von KVN, OpenStack oder sonst was kennt. OpenStack ist vielleicht noch was anderes.
Ich möchte eigentlich, dass ich auf den Knopf drücke, meinen Service sofort verfügbar habe. Ich will nirgendwo mehr rumhantieren müssen. Virtualisierung ist nur das Betriebssystem in meiner Sicht. Alles, was dazugehört, bleibt weiterhin Handarbeit. Und wenn die Erwartungshaltung aus dem Management oder von anderen Abteilungen in so ein Projekt jetzt reingeht, super, dann wird alles viel einfacher, ist das nicht ganz richtig. OpenNebula ist ein Projekt, mit dem ich mich im letzten Jahr recht intensiv beschäftigt habe. Es ist ein Projekt, was, wie Sie selber sagen, so eine Art Cloud-Management betreibt, in hybrider Form. Hybrid bedeutet in der Weise, dass es vorhandene Virtualisierungstechniken wie VMware, KVM und Xen managen kann. Aber auch bei Bedarf, das ist jetzt der hybride Teil, auf eine Amazon EC2 ausbauen kann, auf eine Microsoft Azure, bei Bedarf, wenn ich keine Hardware mehr habe. Das Ganze gibt es schon recht lange. Es ist gestartet mit einem Forschungsprojekt. Und die erste große Installation 2010 mit angeblich 16.000 VMs und 5.000 Downloads, so irgendwo Mitte 2011. Das ist schon nicht mehr so klein. Und Ende 2013 hat sich dann auch die erste OpenNebula Conf, also eine Konferenz, gebildet, wo sich die Experten austauschen und die User auch. Findet dies Jahr auch wieder statt. Ist ein bisschen veraltetes Bild. Ist im Dezember der Fall. Was ist OpenNebula denn insgesamt? Also ja, wir managen irgendwie eine Virtualisierung, die es schon gibt. Dazu gehört aber auch Provisionierung. Also auf welchen Host geht das Ganze rauf? Ich brauche Storage, wo eine VM drin lebt oder meine Images, die ich habe, die Bestandteil der Grundstruktur einer virtuellen Maschine darstellt, die verwaltet werden muss. Ich muss dafür sorgen, dass diese Images auch an die Virte rankommt. Ich muss dafür sorgen, dass abgebaute virtuelle Maschinen auch wieder aus dem Storage rausfallen. Das gehört damit rein. Genauso wie die Pflege von Netzwerkkonfigurationen auf den Virten. Vielleicht habe ich WLANs, die nur auf bestimmten Virten verfügbar sein dürfen. Vielleicht habe ich auch nur eine bestimmte Anzahl von Netzwerkkarten auf bestimmten Virten. Das ist egal, wenn ich OpenNebula verwende, weil jeder Wirt hat Flex, an dem er das erkennt. Und bei der Provisionierung wird der richtige Wirt ausgesucht mit freien Ressourcen, mit den richtigen Netzen. Und wenn WLANs falsch konfiguriert sind oder fehlen auf dem Wirt, macht das OpenNebula für mich. Ah, genau, und Ressourcenmonitoring. Weil ich mir keine Gedanken machen möchte. Das soll der Computer für mich machen. Dafür sind die gebaut. Sag mal, was ist eine VM im Sinne von OpenNebula? Es ist, weil es ein Cloud-Management ist, ist eine VM immer nur eine Definition, ein abstraktes Objekt. Es ist nicht die Maschine selber. Zu diesem Objekt gehört natürlich irgendwie das Image, was in einem Pool von einem Data Store liegt. Es gehört die Ausstattung dazu, wie groß ist das. Vielleicht möchte ich die Größe ja auch dynamisch verändern. Ist durchaus möglich, aber dann verändere ich die Definition. Und meine Virtualisierungslösung kümmert sich darum, dass die VM diese Ressourcen auch bekommt. Und die Netzwerke und IP-Management, das gehört mit in so ein Objekt rein, das OpenNebula in einem bestimmten Zustand hält. Und wenn ich diese Definition wegschmeiße, heißt es noch lange nicht, dass im Storage meine VM auch weg ist, weil ich das nicht möchte. Sie wird nur aktuell nicht verwendet. Was schwierig ist, sind die Images anfangs in so eine Cloud-Lösung reinzubekommen. Vielleicht mal so Arme hoch, wer hat so mit EC2 oder Azure mal gearbeitet? Ja, okay, noch niemand. Das ist nicht so wie eine VirtualBox, wo man lokal sich so ein CD-Image ranmountet, ein Debian installiert, einfach den Installer durchklickt und ja gut, dann habe ich eine VM. Das geht zwar auch, aber ich muss dafür viel mehr Aufwand treiben. Weil
so eine Cloud-Lösung geht davon aus, dass in der VM schon ein bisschen Intelligenz drin ist. Das startet einfach nur ein Image, aber die Konfiguration von IPs zum Beispiel, das muss gelöst werden. Ja, es gibt noch so ein Marketplace von OpenNebula, da kann man vorgefertigte Images für Red Hat, CentOS, Fedora, ich glaube sogar Windows runterladen. Da hat Microsoft irgendwie so ein Lizenzmodell mal entwickelt für so freie Nutzung. Und da ist dann diese Intelligenz schon drin. Das nennt OpenNebula Kontextualisierung. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und alle diese Images landen nachher in einem Data Store. Der Data Store ist der große Topf, wo wir die Images reinschmeißen. Und jeder hat mindestens einen Data Store, worauf er zugreifen kann und sich sein Image rauszieht. Das muss kein NFS sein, wie es häufig gemacht wird. Ist auch super, hat auch Vorteile. Ich kann auch so moderne Techniken wie Ceph verwenden. Das ist ein Object Storage, was also verteilt arbeitet und automatisch dafür sorgt, dass meine Datenblöcke im Netz verteilt werden und immer redundant verfügbar sind. Oder ich benutze es einfach mit SSH. Da hat dann der Management-Knoten von OpenNebula alle Images lokal auf der Platte. Und sobald ich eine VM provisioniere, sorgt OpenNebula dafür, dass per SCP das Image auf den Wirt kopiert wird und dort gestartet wird. Netzwerk und Bridges, wie ich gerade schon angeschnitten habe, meistens ein bisschen Aufwand. Wie mache ich das? Und dann habe ich vielleicht eine Bridge angelegt. Wenn es vielleicht gerade auch das Interface betrifft, mit dem ich gerade per SSH auf dem Wirt drauf bin, kann ich mich ganz schnell rausschmeißen. Passiert mir irgendwie ständig. Darf gerne OpenNebula für mich machen, weil ich da keinen Nerv drauf habe. Aber das Management hält es auch im Blick, welche Bridges gibt es denn überhaupt und welche brauche ich davon noch und sorgt dafür, dass immer nur das auf dem Wirt da ist, was ich auch brauche. Genau, IP-Adressvergabe, also sowas wie DHCP, nur ein bisschen skurriler. Da merkt man vielleicht, dass das von verrückten Wissenschaftlern aus dem Physikbereich kommt. Die kodieren nämlich in die MAC-Adresse hexadezimal die IP-Adresse für die VM. Und die Intelligenz, die nachher in der VM drin ist und beim Booten startet, rechnet das dann wieder zurück. Muss man mal drauf kommen. Das sieht dann so aus. Ich habe vorne einen Präfix dran, der eindeutig ist für meine Virtualisierungsumgebung und hinten eine umgerechnete IP-Adresse auf jede Netzwerkkarte. Hat halt einen Vorteil, ich kann keine doppelten MAC-Adressen haben, was in Virtualisierung manchmal vorkommt und sehr große Probleme verursacht. Es ist nicht ganz so einfach, wie eine doppelte IP zu finden, aber dadurch wird es automatisch schon mal einfacher, es sei denn, das Management ist durcheinander und man hat doppelte MAC-Adressen. Was macht die Kontextualisierung alles? Einmal das Setzen von Hostnamen, das Umkonvertieren der MAC-Adresse in IP und das Konfigurieren der Interfaces. Es gibt fertige Pakete für die gängigen Distributionen, die auch in den aktuellen Versionen alle enthalten sind. Die heißen meistens OneContext. Oder OpenNebula Kontext oder Kontextualisierung, manchmal ausgeschrieben. Und es kümmert sich eigentlich dafür grundlegend, dass die Maschine erreichbar ist über Netzwerk und ich mich anmelden kann. Es gibt Möglichkeiten, SSH-Keys zu hinterlegen und so weiter. Finde ich aber für eine größere Umgebung nicht ganz so sinnvoll, weil ich vielleicht mehrere Benutzergruppen habe, die auf bestimmte VMs zugreifen soll. Und dann kommt der letzte Punkt. Benutzerdefinierte Skripte kann ich hinterlegen. Die werden auch so ein bisschen skurril in die virtuelle Maschine gebracht. Und zwar haben die sich gedacht, naja, es gibt ja CD-Laufwerke, dann nehmen wir diese benutzerdefinierten Skripte, die man einer VM geben möchte, baut daraus ein Image und mountet das beim Booten mit an die VM ran. Dadurch habe ich die Version in der VM und kann damit arbeiten. Wir brauchen Templates, um diese Definition, wenn sie dann weg gewesen sind, auch wieder in eine
echte Definitionen wieder hervorzurufen, also um eine VM zu starten, mal so umgangssprachlich. Da sind halt genau diese Artefakte definiert. Welches Image soll ich booten? Welche Ausstattung, welche Netzwerke und welche Kontextualisierung möchte ich haben? Und aus einem Template kann ich dann mehrere VMs wieder erstellen, die dann für sich jedoch einzigartig sind. Wenn ich diese Definition erstellt habe aus einem Template, wird der Wirt ausgewählt, der auf alle Ressourcen passt oder der bestimmte Kriterien erfüllt, die ich auch angeben kann in diesem Template, wie zum Beispiel nur Wirte, die im Datacenter in Nürnberg sind oder nur Wirte, die im Datacenter Hamburg sind. So kann ich schon mal dafür sorgen, dass meine VMs verteilt werden, wenn ich in mehreren Rechenzentren unterwegs bin. Wenn der Wirt gefunden ist, wird halt entweder das Image raufkopiert per SCP oder aus dem NFS gezogen oder für welche Storage-Möglichkeit ich mich entschieden habe. Und Netz konfiguriert, VM gestartet und innerhalb der VM geht es dann los mit der Bereitstellung der Standard-Services, um sich anmelden zu können und das Starten der Kontextualisierung. Ich würde jetzt auch einen Schritt dann weitergehen und innerhalb der Kontextualisierung eigentlich meine Automatisierung mit reinsetzen. In meinem Fall Puppet. Und die Ressourcen werden dann natürlich weiterhin von jeder VM überwacht, weil sie ja nicht eindeutig sind und während der Laufzeit verändert werden können. Vielleicht kriegt eine VM nochmal wieder mehr CPU. Das weiß das Management immer. Wer Puppet noch nicht kennt, mal so ein grober Durchzug. Man definiert eigentlich in einer DSL, wie ein System aussehen soll. Ein Client fragt einen Puppet Master, einen sogenannten, gibt seinen Hostnamen dabei mit und bekommt dann für seinen Host zugeschnitten eine Konfiguration als Katalog. Das ist ein ganz großes JSON-Dokument. Und der Puppet Agent, der angefragt hat, geht hin und prüft, ob denn alle Pakete installiert sind, die in dem Katalog drin stehen, ob alle Services auch gestartet sind und eingetragen sind, ob Konfigurationsdateien die richtige Prüfsumme haben. Wenn nicht, sorgt er dafür, dass Konfigurationsdateien angepasst werden. Das wäre dann so ein Schnipsel, den man machen kann. Ich installiere ein HTTPD, möchte, dass es immer die aktuelle Version ist, die in meinem Repository verfügbar ist. Und ich möchte, dass der HTTPD immer gestartet ist. Und ich möchte auch bei jedem Lauf von Puppet sicherstellen, dass er den auch selber startet. Und es soll vorher das Paket installiert sein. Das muss man ihm sagen, weil er es nicht immer weiß. Wenn ich Konfigurationsdateien angebe, muss ich auch die Pfade dorthin als Ordner anlegen lassen über Puppet. Diese Beziehung kriegt er aber hin. Da ist er schlau genug. So, und in der Kontextualisierung würde ich dann diesen Punkt mit aufnehmen, dafür zu sorgen, dass ich mich anmelden kann. In der SSH-Config vielleicht für einen LDAP zu sorgen, wo meine Keys hinterlegt sind. Ein Routing einzurichten für alle Interfaces, um über weitere Sicherheitszonen rüberzukommen und meine Standardsoftware zu installieren. Mein Vim ist nie installiert, also muss er mit in diese Standardliste rein. Ein WGET ist meistens auch nicht drauf, muss mit rein. Und was auch von mir gerne gelebt wird, ist das ganze Application Deployment. Also dafür zu sorgen, dass ein Tomcat oder ein Apache mit PHP installiert wird und dann auch die Applikation, die ich nachher betreiben möchte. Beim Tomcat ist das halt das RAW-File, was aus der Entwicklung mitgeliefert wird oder von einem Dienstleister. Und viele gehen einen anderen Weg und beenden eher beim ersten Schritt die Automatisierung und sagen dann, ja, unser Deployment sieht aber anders aus. Da schieben wir ein Target-Z hin, packen das aus und verschieben irgendwelche Ordner. Kann man machen. Genau. Und in so einem Lebenszyklus wäre das dann vor allem provisionieren über unsere Virtualisierung. Kontextualisierung läuft los in der VM. Puppet Rollout sorgt dafür, dass die Applikation dort ist, wo sie sein soll und gestartet ist. Und der Server steht zur Verfügung. Aber nur auf dieser Maschine.
OpenNebula selber lässt sich auch über ein Puppet-Paket installieren. Das haben wir von der E-Post mit ein paar Partnern entwickelt und auf GitHub veröffentlicht. Wir teilen das gerne. Und da sind auch schon viele Pull-Requests eingetroffen, die Verbesserungen gemacht haben. Und dazu würde ich gerne auch jeden einladen, der dazu Lust hat. Wir haben das von Puppet Labs gepflegte Paket uns auch angeguckt und haben die Maintainer mal angeschrieben, ob man das vielleicht nicht weiterentwickeln möchte, um mit der aktuellen OpenNebula-Version auch zu funktionieren. Davon wurde uns abgeraten, weil sie gesagt haben, naja, mittlerweile hat sich das so geändert und das ist so verwurstet, baut das mal lieber neu. Also haben wir es gemacht. Firewall-Regeln zur Not. Kommt noch. Noch? Ist noch getrennt, kommt aber gleich. Das ist der spannende Punkt. Die Konfiguration ist ja eher lokal, gerade bei Puppet. Genau. Ich liefere gerne alles als RPM aus. Das Betriebssystem macht das ja auch. Das scheint irgendwie ein gangbarer Weg zu sein. Das ist recht einfach, so ein RPM mal zu schnüren. Ein Repository lässt sich auch recht gut pflegen. Ich kann sehr gut stagen, wenn ich verschiedene Umgebungen habe. Und ich kann das auch von der Verantwortung her abgeben und einem Entwicklerteam sagen, okay, Übergabepunkt für uns ist ein RPM-Repository und alles, was du da reinschmeißt, muss zu diesem Service auch gehören und muss dazu passen und produktionsreif sein. Ganz klassisch ist es ja, dass vielleicht die Applikation aus der Entwicklung kommt, aber nicht das Monitoring. Das Monitoring entsteht dann eher wieder hinter der Mauer bei dem Betrieb, die sich um die Produktion kümmern. Okay. Genau. Und auch die Puppet-Manifeste geben wir in RPMs rein, weil wir die über verschiedene Stages schieben wollen und nichts ungetestet in die Produktion geben. Load Balancer. Es gibt fertige Puppet-Module, zum Beispiel für die F5 Big IP. Für eine A10 habe ich das auch schon mal gesehen, aber das sah sehr unvollständig aus. Das ist ein Punkt, wo wir gerade ein bisschen in der Erfindungsphase sind. Das ist recht schwierig, weil auch die APIs der Load Balancer nicht ganz so offen sind. Ich kann vielleicht Objekte anlegen, aber dann geht es auch um die Struktur. Also ich habe vielleicht einen Load Balancer Pool, der möchte bestimmte virtuelle Server haben, die dann auch bestimmte Flex haben und die sind aber dann nicht sofort verfügbar, weil dann so eine A10 oder so eine F5 erstmal darüber rödeln muss, bis die Objekte erstellt werden. Das ist noch sehr hakelig, funktioniert aber. Ich weiß nicht, wie sind die Erfahrungen? Schon mal sowas gemacht? Nee, noch nicht. Ja, schade. Genau, für HA-Proxy, wenn man sowas auch für sich selber betreibt, so einen Open-Source-Load-Balancer, gibt es auch fertige Dinge, die sich dann auch aus einer Puppet-DB die Nodes rausziehen. Das geht ganz gut. Auch für Firewalls gibt es fertige Puppet-Manifeste. Puppet-Firewall ist so ein bisschen was Eigenes, das auch in der DSL beschreibt, wie die lokale Firewall mit IP-Tables dann aussehen soll. Und ja, kann man machen, finde ich aber zum Teil zu wenig. Sowas wie NAT geht dann zum Beispiel, glaube ich, noch nicht. Da wäre es vielleicht besser, das Shorewall-Modul zu benutzen, was aber wieder so eine Abstraktionsebene mehr ist, weil daraus dann die Shorewall-Rules nachher mit einem Shorewall-Generator erstellt werden, die IP-Tables-Rules. Und ich mit Puppet eigentlich nur so ein Shorewall konfiguriere. Es gibt auch für eine Juniper und Cisco erste Puppet-Module. Für die Juniper soll es funktionieren. Ich habe noch keinen, an der ich das ausprobieren konnte. Fände ich mal ganz spannend. Und auf einer Cisco kann man auch schon Switches so weit konfigurieren, dass die richtigen VLANs an einem Port dranhängen. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt in der Automatisierung, der rangeht. Wir haben die lokalen Ressourcen und die lokale Konfiguration einer virtuellen Maschine schon gut im Griff. Aber alles, was so drumherum gehört, wird meistens noch ein bisschen außen vor gelassen. Also auch der magische Klebstoff, der fehlt. Das muss
Das muss da sein, sonst hält das alles nicht richtig zusammen. Aktuell macht das der Mensch. Und eine Möglichkeit wäre, in OpenNebula beim Erstellen von einer VM, während sie schon hochfährt, die Puppet-Zertifikate automatisiert signieren zu lassen. Auch dafür zu sorgen, wenn so eine VM weg ist, dass der Knoten aus der Puppet-DB entfernt wird und das Zertifikat wieder revoked wird. Oder DNS-Anträge zu setzen und wieder zu entfernen. Bei Puppet sehe ich trotzdem die Punkte des Deployments selber, der Applikation, der Services und auch Load Balancer und Firewall-Konfiguration, weil dafür viele Artefakte notwendig sind, die innerhalb der VM da sind. Ich weiß, welcher Service draufläuft. Das ist schwierig von außen aus dem Management für die Virtualisierung zu sehen, die gar nicht weiß, was da für ein Service läuft. Das kann ja sein, dass das ein Jabber-Server ist oder vielleicht ist es auch ein Web-Server. Welchen Port gebe ich denn da jetzt frei? Ist gar nicht so einfach. Und gar nicht so einfach ist auch die Frage, ob man das denn überhaupt machen kann mit den Applikationen, die man hat. Cloud oder nicht Cloud? Die Applikation muss nämlich zustandslos sein. Wenn ich eine Cloud-Lösung habe und häufig die VMs wegschmeißen möchte und bei mir vielleicht ein Deployment auch so aussieht, dass ich eine neue VM mit der neuen Version erstelle und die alte wegschmeiße, dann wäre es doof, wenn lokal auf der virtuellen Festplatte irgendwelche Kundendaten sind. Total unpraktisch. Im einfachsten Fall kann ich dafür sorgen, dass ich da ein NFS ranklemme. Vielleicht habe ich aber auch Einfluss darauf, wie die Applikation, wenn sie hausintern geschrieben wird, wie bei uns, entsprechend damit umgeht. Auch so ein Thema sind Sessions, also wer mit Load Balancern und Firewalls ein bisschen mehr macht, kennt das Thema auch. Wenn ich einen Webshop habe und der Kunde hat jetzt schon seine Artikel zusammengesammelt und hat sein Basket, dann wird er sich wundern, warum denn beim nächsten Klick auf die nächste Artikelgruppe sein Basket wieder leer ist, weil seine Session noch auf dem alten Server hängt. Das muss die Applikation können, das muss der Load Balancer können, kann man mit Sticky Sessions machen und ist immer die Frage, wo liegt denn jetzt die Session? An dem Knoten selber, vielleicht in der Datenbank oder an einem anderen Service? Muss man klären. Genauso Deployments. Wenn ich mehr als einen Knoten einer, ich nenne es mal Hostgruppe oder Servicegruppe habe, müssen die auch noch funktionieren mit ihren Nachbarn, die drüber oder drunter hängen, die eine andere oder eine alte Version vorher angefragt haben. Wenn die API jetzt auf eine Ressource gar nicht reagiert, ist das recht doof. Oder wenn ich ein Datenbank-Update mache und benenne eine Tabelle um, dann kann die alte Komponente vielleicht nicht mehr in der Datenbank arbeiten. Auch das muss beachtet werden. Genauso überhaupt herauszufinden, welche VMs gibt es denn überhaupt? Wo pflege ich denn die ganzen Adressen und woher weiß die Applikation, wie viele oder welche Knoten es denn gibt. Ich könnte jetzt wieder auf den Load Balancer schieben. Ja, okay. Wie viele soll ich denn davon einbauen? Das kann bei komplexen Umgebungen recht viel werden. Und auch so ein Thema wie DNS. Ich kann das vielleicht im DNS pflegen, kann da mit Round Robin arbeiten. Ist auch eine Idee, eine gute. Aber wann macht die Applikation denn ganz genau den DNS-Lookup dafür? Ein HA-Proxy macht das nur beim Start. Mache ich ein Deployment meiner beiden Hostgruppen, die IPs ändern sich und sind beide nicht mehr da, hat der HA-Proxy keine Nodes mehr, auf die er zugreifen kann. Ich würde mal so ein Szenario darstellen. Wir haben zwei bestehende VMs mit einem Stand 1.0 und wollen updaten auf 1.1, ohne dass ein Kunde von außen das kennt. Wir bleiben mal bei diesem Webshop, wo der Kunde fleißig sich irgendwelche Artikel in den Basket reinlegt und haben den hier links. Geht auf den Load Balancer, wird verteilt. Ich habe hier mal so ein M ran gemalt, das wird gleich verschwinden und auch mal da sein. Und ich habe hier hinter so einen Rechner mit einer Weltkugel, so das Internet. Das ist quasi unser Webserver, der den Webshop bereitstellt. Ich würde zuerst zwei neue VMs provisionieren, gehe in OpenNebula rein, sage neues Template, zweimal davon, bitte provisionieren, irgendwie auf meine Wirte. Dann läuft die Kontextualisierung los, sorgt dafür, dass alle Services installiert sind,
konfiguriert alles richtig, setzt das Routing, sorgt auch dafür, dass ich per SSH raufkomme und startet den Service, der nachher auch einen Webshop bereitstellt. Dann setze ich diese beiden Maschinen auch ins Monitoring rein. Zum Beispiel dadurch, dass ja Puppet gelaufen ist, kann mein Monitoring vielleicht aus der Puppet-DB rausziehen, wie viele Knoten es denn gibt, welche es gibt und daraufhin so einem Nagios sagen, welche Knoten denn überwacht werden sollen. Und erst wenn das funktioniert, hänge ich die mit ins Balancing mit ein und habe dann zu diesem Zeitpunkt auch zwei Versionen, wo ein Kunde potenziell drauf verteilt werden kann. Wenn ich mir sicher bin, dass es funktioniert und vielleicht auf dem Load Balancer vorher mal so eine gewichtete Verteilung gemacht habe, 10% erstmal hier auf das Neue und 90% auf das Alte und guck mal, was da so für HTTP 500er kommen und das erstmal gut aussieht, dann kann ich ja die alten Sitzungen oder alten Sessions erstmal ausbluten lassen, um den Kunden, die noch nicht den Vorgang abgeschlossen haben und noch nicht bezahlt haben, erstmal weiterleben zu lassen. Und sobald das durch ist, nehme ich die raus, bin sicher, dass darauf nichts mehr passiert, würde es aus dem Monitoring rausnehmen, wieder über die gleichen Mechanismen und schmeiße sie vor allem weg. Und räume natürlich auf, Knoten aus der Puppet-DB raus, DNS-Einträge und so weiter. Spannend wird das jetzt auch. Was ist denn, wenn ich das jetzt so 10-mal am Tag mache? Und sagen wir mal, wir haben einen Pool von wenigen IPs. Was macht ihr denn, wenn von SSH die Meldung kommt, der Hostkey hat sich geändert? Das ist auch so ein Thema. Drücke ich da jetzt ja? Naja, das ist ja meine Umgebung, könnte man sagen. Aber bin ich mir da sicher? Das hat ja auch einen Grund. Auch das muss man klären, dass alle Geräte oder vielleicht so ein Jump-Host, den man dazwischen stellt, dass der die SSH-Keys dieser neuen Knoten immer aktuell hat. Und warum mache ich das? Ich könnte ja die bestehenden Maschinen vielleicht auch einfach aktualisieren, so wie sie da sind. Funktioniert ja gut und ach geil, habe ich eine Uptime von 300 Tagen, ist ja alles super. Gibt ja so ein paar Jäger, die das gerne machen. Aber ich beweise dadurch täglich, dass meine Automatisierung funktioniert, dass ich mich mit dem Konfigurationsmanagement auskenne, dass das jeder machen kann bei uns. Und dadurch haben wir halt alle die gleiche Routine im Team. Und ja, genau, es kann sich auch nichts einnisten. Wir haben keine Parasiten da drin. Ist ein Sicherheitsthema. Wenn ich das immer wieder abreiße und neu mache, dann ist es vielleicht mal für ein paar Stunden drauf. Und ich muss diese VMs selber nicht sichern, weil sie sind ja zustandslos. Ich kann sie jederzeit irgendwie deployen. Aber ich muss natürlich dafür sorgen, dass mein Konfigurationsmanagement irgendwie wiederherstellbar ist, inklusive der Konfiguration dafür. Also als Zusammenfassung, Virtualisierung ist keine Cloud. Konfigurationsmanagement ist eher nicht übergreifend in der heutigen Sicht. Die Bewegungen dahin sind schon vorhanden. Es gibt viele Ansätze, aber die sind alle noch nicht so richtig in einer anderen Umgebung als da, wo sie mal entstanden sind, lauffähig, sage ich mal so. Da muss man schon noch ein bisschen Arbeit reinstecken und ich glaube, dass da auch ein bisschen Umdenken notwendig ist. Ich habe auch schon mal gehört, wenn wir jetzt alles wegautomatisieren, dann ist auch mein Arbeitsplatz gefährdet. Dann bin ich ja gar nicht mehr nützlich. Ich glaube, es gibt ein ganz spannendes Thema, auf die man sich stürzen kann. Es gibt immer Arbeit. Ja. Irgendwie muss man finden, was für einen persönlich der magische Klebstoff ist. Das kann Puppet Open Nebula sein, soll jetzt aber nur ein Beispiel sein. Also wenn ich mit VMware gut lebe oder das Management das geil findet, na gut, dann lebe ich halt nur damit und benutze keinen Open Nebula, was das VMware betreut oder mache es irgendwo unterm Schreibtisch. Aber das gehört für jedes Unternehmen irgendwie so entschieden, wie es passt. Genauso wie die Entscheidung, nehme ich jetzt ein Debian oder ein Red Hat, ist auch ein bisschen manchmal so eine Glaubensfrage. Und die Orchestrierung von Deployments, also das, was ich gerade gezeigt habe, ist ja so ein bisschen noch nicht ganz rund. Da müssen wir aber hin und es gibt jetzt viele Ansätze auch mit Terraform, das ist irgendwie ein ganz heißer Scheiß. Hat mal jemand gehört? Nee, ich vorgestern. Also das ist ein wichtiges Thema und die nächsten ein, zwei Jahre wird uns das
bestimmt öfter nochmal auf dem Schreibtisch begleiten. Genau. Dann eröffne ich mal die Fragerunde. Wir können auch einen Austausch machen. Wie macht ihr das? Wir haben noch Zeit. Gibt es denn Fragen? Anregungen? Auch nicht. Dann vielen Dank trotzdem.